Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu unseren Food Champions Rewards. Und zwar gemeinsam heute. Endlich mal wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, denn wir haben Team of the Week Number 8 am Start mit Zumba-Nehmer, Leon Goretzka und ja, Goku, Cancelo. Ja, da sind ein paar gute dabei. Auf jeden Fall eines der stärkeren Team of the Weeks, ne? Ja, sieht auf jeden Fall sehr stabil aus. Bin ja jetzt ein paar Tage ausgefallen, Leute. Jetzt bin ich wieder da. Heute habe ich Geburtstag, deshalb alle mal ein Ständchen singen. Lasst einen Daumen da. Happy Birthday to you. Weiter, ey, komm. Ey. Was? Ah, meine Stimme. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da. Natürlich liebe Grüße, liebe Geburtstagswünsche an den alten Öni. Und ja, wir haben auf jeden Fall krasse, krasse Sachen am Start. Wir haben auch noch die Player-Picks von letztem Mal am Start. Starten wir rein, ne? So, Freunde, wir kommen zu meinen Food Champions Player Picks. Diesmal leider keine 16 Siege geschafft. Ich habe ja schon am Samstag totale Schmerzen gehabt und habe die restlichen Spiele einfach offstream zu Ende gemacht. Mal gucken, was wir jetzt bekommen werden aus den Player Picks. Es gibt ja hier einen Vinicius, es gibt Marquinhos. Ich würde sagen, komm, wir starten einfach direkt rein, ohne groß zu labern. Vielleicht gönnt es jetzt mal. Komm, gönn doch mal. Ich habe Grippe, ich bin krank, hallo. Ach, geil, Alter. Vlachalovic, Arnold, ja. Komm, ich würde sagen, das zweite machen wir einfach mal ein R3-Pack, oder? Was hält ihr davon, Chat? So, wir wechseln rüber. Und unser erster Pick bei R3 ist Griffo. Griffo, weiter. Ey, schon wieder Arnold, Alter. Der hat seinen Mund auch offen wie sonst was. Können wir wenigstens so ein Marquinhos oder sowas? Bruder. Ey. Wahnsinn. Wahnsinn, den habe ich schon gezogen. Letzte Woche Donnerstag in meinen Rivals Rewards. Das ist da echt der Wahnsinn, Alter. Das ist echt der Wahnsinn. Egal, komm, aller guten Dinge sind drei. In der Mitte einfach mal mit der Nase. Zack. Gönn mit der Nase, Bruder. Gönn. Und zum dritten, Arnold. GG's. Okay, Freunde, kommen wir zu unseren drei Player-Picks. Vini, Vini, Vini. Let's go. Erstes in der Mitte. Come on. Let's go. Let's go! Im ersten. Was? Oh shit! Das erste Mal richtig Packluck am Start. Vinicius Junior mit Ivan Ito Mitrovic und Luzano. Oh, der kostet 350-400k. Und wisst ihr was, Freunde? Ich habe das Gefühl, wir ziehen den gleich nochmal. Erster Player-Pick und du hast schon das beste Feeling. Und wir ziehen noch Marquinhos hinterher. Ja, ja, ja. Ja, und dann kommen wir zum dritten. Come on. Ja, Arnold. Arnold will's wissen. Let's go. Alter, was sind das für Player-Picks? Der brasilianische Link Marquinhos und Vinicius und Arnold. Scheiße. Das ist krass. Das ist krass. Ja, auf jeden Fall kranke, kranke Player-Picks. Das Beste, was man ziehen konnte, ne? Mit Vinicius und mit Marquinhos. Schöner Brasilianer. Kann ich mich auch nicht beklagen, Leute. Ich hätte auch das Beste, was ich ziehen konnte. Dreimal den guten Arnold. Ja, das ist krass. Ich habe die auch beide ins Team eingebaut. Also Vinicius ist richtig gut, ne? Krank, du hast immer die zwei Besten gezogen, ey. Also besser kann man gar nicht ziehen. Ja, nice. Ich habe jetzt 20 Packs, ich werde jetzt einfach hier wegballern. Vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Ja, wir haben noch ein paar Packs. Oh mein Gott! Oh, Lopez. Rulebreaker. Was? Ja. Bei irgendeinem schlechten Pack. Da war nichts. Direkt mal ein Rulebreaker am Start, oder was? Oh, Inform White. Let's go. Wir haben noch ein paar Packs über von den von der Icon SBC und sowas. Ne? Da wird morgen auch ein Video online kommen, Leute. Unser erstes Wer bin ich in diesem Jahr? Oh ja. Ne? Da könnt ihr euch drauf freuen. Habt ihr ja immer mal vermisst, die Serie. Jetzt gibt es endlich Icon-Packs wieder. Oh, oh Mann, oh Mann, ja. Oh Mann. Da könnt ihr euch freuen. Okay, also ich habe hier insgesamt noch 18 Sets. Ne? Ist krass, ich freue mich schon auf das Dreier-Set. Ja, ich bin auch gespannt auf das Dreier-Set. Wir haben ja jetzt beim Dreier-Set das aktuelle Team of the Week am Start. Also wenn da jetzt gleich ein Neymar kommt, ey, das wäre super. Das wäre super. Oh. Super, Neymar. Ich würde schon Goretzka feiern, auf jeden Fall. Cancelo wäre auch nicht schlecht. Einfach mal 100k mitnehmen oder einen Kunku. Ja. Ja, das Team of the Week diese Woche sieht super aus. Ey, weil wer, der weiß noch, wo der 60k wert war, Alter. Jetzt kannst du den abstoßen, gefühlt. Oh ja. Aber es sind jetzt noch 9 Spieler, die sind, glaube ich, über 100k wert. Boah, ich schmeiß das beste Pack auf. Ultimatives Leihspieler-Pack. 86er bis 90er. Und? Ja, komm. Bockout. Ach du Scheiße. Was ist das denn?
Hey Leute, sieht man mir eigentlich an, dass ich angeschlagen bin? Ich weiß es nicht, oder? Kann ja gleich mal vorbeikommen, dir eine Bombe geben, dann sehen wir, dass du angeschlagen bist. Wahrscheinlich, ja. So Leute, mal ein bisschen Pause die letzten Tage, ey. Muss jetzt erstmal wieder fit werden und dann geht hier die Post ab. Wenn Picks übertroffen werden sollten, dann müssten wir schon Neymar kommen eigentlich. Naja. Oder Goretzka und Kunku und Cancelo in einem. Das könnte mithalten. Boah, seltene Spieler, 75 plus, komm schon. Stark. Komm schon. Mbappé. Auf Mbappé. Die Spieler haben jetzt übrigens alle neue Gesichter bekommen, Leute. Das Update war sehr wichtig. Sehr wichtig. Woltemade, Nick Woltemade. Den gibt's auch hier. 1,98 der Riese. What the fuck is that guy? Junge, 1,98. Junge, hier sind ja viele Non-Rare-Spieler. Die darf man nicht abstoßen. Die sind immer was wert, ne? So um die 500 bis 1000 oder so. Vor allen Dingen könnt ihr die am besten verkaufen, wenn es so eine 78 plus SBC gibt oder so. Da braucht man die dann nämlich immer. So, meine Damen und Herren, wir sind bereit. Ich habe 200 K-Packs. Ich habe einen 35, 100 und mein Dreier-Set. Okay. So. Gut. Jetzt kommt nochmal das Fest zum Schluss. Let's go. Go, 35 komm, 100 K-Pack. Gib mir einen geilen Rulebreaker. 35 in a building. Ach, du, ja, RV, ja. Ah, Trippier, komm schon. Walker wäre nice gewesen, aber 84er, 100 K-Pack? Kavachal habe ich sogar besser. 85er, 35 K-Pack. Scheiße, was? Ach du Scheiße. Na. Ach, das ist sogar Untrade, ne? Nee, bei mir ist Trade. Aber bei dir ist dein 100k-Pack Untrade, ne? Ja, das war von den Aufgaben. 20 Tore in Foot Champions. Let's go! Let's go! Come on! Komm schon, ein Walkout. Einer muss! Bitte, einer komm muss. Mal einen von uns. Ja! Der ist dick! Walker, was ist das? Yo! Ah, oh, das ist der falsche. Ich hab einen Rulebreaker, Lopez. Ja, vielleicht ist noch was dahinter, hey. Ronaldo. Vielleicht kommt er jetzt. Ja, ich hab Handanovic. Und ansonsten nichts dabei. Scheiße. Oh, ich dachte vielleicht noch Oblak. Ah, okay. Dahinter noch ein De Bruyne stecken. Was? Ja, der ja. ist doch über 100k wert. Ja, was? Der ist doch nur 60k wert. Als ob. Ja, normal. Ups. Ach du Scheiße, Dreier-Set. Ready. Gibt's diesmal Pranks? Es gibt Pranks, ich weiß es nicht. Ich will es einfach nur öffnen und ich will einfach nur Deutschland, komm, Frankreich, komm, öffne, Portugal, ja, drück. So, ich drück jetzt. 3, 2, 1, go. Push it. Push it. So. I'm ready. Jawohl. Ah, Luis Alberto, Alter. Aber Walkout, ne? Ja, 86er. Junge, der sieht einfach 1 zu 1 aus wie der von Haus des Geldes, ne? Ich schwör's dir. Einfach ohne seine FIFA-Karte. Oh! Joao Cancelo! Wie? Wieso, was hat das so lange gedauert bei dir? Ich hab das gerade erst den Knopf gefunden zum Öffnen. Ach so. Wow, ist mein Bester aus dem Dreier. Ich habe momentan richtig Packluck. Da könnte sogar noch ein Kunku hinter sein. Ja, Alvarez, noch ein 84er. 16k ist der Wert oder so. Ach. Und noch Korda. Nicht mal an meinem Geburtstag gibt mir EA Glück, Alter. Dankeschön, ey. Danke, wirklich. Ja, Cancelus, aber trotzdem 120. Ist der so viel wert? Nehme ich mit. So, das war's von den Rewards, Freunde. Es waren mit Abstand die besten Rewards, muss ich sagen. Geile Picks gehabt. Im Dreier auch. Aber meinerseits ebenfalls nichts, ebenfalls. Na ja, gut, aber ich meine. Ja. Nächste Woche. Komm. Ja, dann gucken wir. Nicht verzagen, Weekend League spielen. Okay, ja, lasst einen Daumen nach oben da. Das war's soweit von uns. Wir sind raus. Macht's gut. Haut rein, Leute. Schönen Tag euch noch. Tschüss, ciao. Ciao.